Ja, herzlich willkommen zum nächsten Interview des SV Eckmannshausen. Wir begrüßen heute unseren Torwart der ersten Mannschaft, Ben Tomaszek. Grüß dich, Ben. Morgen Abend geht's los hier oben im Pokal gegen den SV 3 Stiefenbach. Was hat sich im Vergleich zum letzten Jahr außer dem Flutlicht hier oben verändert? Ja, wir haben ein schönes neues Flutlicht, das ist schon mal, du sagst es schon, eine feine Sache. Ja, letztes Jahr haben wir ja schon gegen 3 Stiefenbach gespielt, haben da leider 3-2 verloren. Die Niederlage hat natürlich in dem Moment sehr geschmerzt. Und ist auch noch in den Köpfen einiger Spieler eingebrannt. Und das wollen wir auf jeden Fall besser machen. Was hat sich verändert? Wir haben ein paar Neuzugänge bekommen, die alle super sich in die Mannschaft integriert haben und auch noch mal stärker machen, wie im letzten Jahr. Und deswegen bin ich in dem Sinne guter Dinge, dass wir ein gutes Spiel machen werden. Und auch trotz der Corona-Phase, wegen der langen Pause, sind wir als Team immer noch gut zusammen, sind eng zusammengerückt, hatten eine super Vorbereitung. Und wenn wir morgen unsere Stärken auf den Platz bringen, wird das hier ein heißer Tanz in Eckmannshausen. Ja, sehr gut, da freuen wir uns natürlich drauf. Der SV 3 Stiefenbach hat natürlich auch schon die ersten zwei Ligaspiele hinter sich gebracht. Das war einmal eine 8:1 Niederlage gegen den TSV Weißthal 2 und auch der erste Sieg gegen Bürbach 2 mit 2:1. Wie erwartet ihr den Gegner hier heute Morgen? Was ist morgen hier für eine Mannschaft am Platz? Ja, das ist eine gute Frage. Die erste Niederlage 8:1 hoch, aber dann kann man auch nicht sagen, woran es gelegen hat. Und der knappe Sieg gegen Bürbach will ich gar nicht so viel reininterpretieren in die Spiele, weil morgen ist ein Pokalspiel, der schreibt bekanntlich seine eigenen Gesetze. Und im letzten Jahr haben wir auch gesehen, was die Dreis bei uns da entgegengebracht haben. Das war ein guter Auftritt der Jungs. Aber dieses Jahr gilt es, von uns dagegen zu halten, stärker zu sein. Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken. Und wenn wir das tun mit der super Unterstützung, die wir morgen Abend auch wieder hier am Platz haben werden wir das auf jeden Fall siegreich gestalten. Ja, super. Vielen Dank, Ben Tomaszek. Dann viel Erfolg für morgen Abend und hoffentlich den Sieg in der ersten Runde. Dankeschön.